Die derzeitige Energiepolitik ist abartig. Unter der jetzigen Bundesregierung sind gewaltige Fehlentwicklungen zu verzeichnen, gekennzeichnet von Unvernunft und Unbegründbarkeit. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum Auftakt zum politischen Teil der heutigen Abendveranstaltung. Und ich werde Sie jetzt ein bisschen in die eher emotionaleren Bereiche der Energiewende mitnehmen, durchaus auch ins Postfaktische, was in der Energiepolitik schon lange Tatsache ist. Und gerade weil ich nicht im Rheinland geboren wurde, sondern in Baden, ich glaube, es ist notwendig, um überhaupt mitzukriegen, was im Rheinland überhaupt passiert. In Baden geboren, in vielen Bundesländern und Ländern gelebt und gearbeitet und seit 10 Jahren eben jetzt im Rheinland heimisch geworden. Ich muss sagen, ich fühle mich da pudelwohl. Ich liebe die Menschen dort. Aber sobald es um Energie geht, scheint man wirklich auf einer anderen Welt hier zu sein. Und ich finde es ganz lustig, diese eingänglichen Zitate, das haben großen Applaus bei Ihnen schon vorgerufen. Wenn ich das dritte Zitat hinzufüge, viele Milliarden Euro, die Braunkohle hat solche Subventionen nie gebraucht, dann werden Sie wahrscheinlich nicht mehr klatschen. Und es ist durchaus nicht mein Zitat, sondern vor 2 Wochen war ein älterer Sozialdemokrat in meiner neuen Wahlheimat und hat über die Energiepolitik gesprochen, das war Wolfgang Clement. Und das ist jetzt nun schon sehr seltsam. Ich glaube, dass die Vorstellung von einem Herrn Clement und die meine eigene, wie ein Energiesystem in der Zukunft aussehen sollte, können diametral nicht verschiedener sein. Und trotzdem kommt er, wie auch ich und wir hier zur gleichen Beurteilung, in der Energiepolitik scheint irgendwas komplett falsch zu laufen. Und ich habe überlegt, wie kann man Energiepolitik machen, dass keiner mehr zufrieden ist? Schon ein Kunststück. Und da habe ich versucht, bin irgendwie fündig geworden bei einem Helden meiner Kindheit, bei Winnetou. Und er sagte, Bleichgesichter sprechen mit gespaltener Zunge. Und ich glaube, das ist grundsätzlich das Problem, was wir heute haben. Heute ist ja jeder, jede Partei, jede Fraktion, jedes Parlaments, das wir in Deutschland haben, jeder Energiekonzern und auch jede energieintensive Industrie ist für die Energiewende. Aber dann kommt immer ein Aber und es ist ein grundsätzlicher Unterschied von dem, was gesprochen wird und von dem, wie gehandelt wird. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme, wieso wir momentan alle relativ unzufrieden sind mit der Energiepolitik. Kommen wir nochmal zu diesen vielen Milliarden, die Braunkohle nie gebraucht hat. Auch wir hier haben es eigentlich immer schon alle akzeptiert, die EEG-Umlage ist das eben die Förderung für die erneuerbaren Energien. Aber die Bestimmung der EEG-Umlage hatte noch nie was zu tun mit der Förderung für Erneuerbaren. Dafür wird sie falsch berechnet, denn wir müssten sie konkret berechnen, dass wir die Kosten der Erneuerbaren haben im Vergleich zu dem Strombörsenpreis, der existieren würde ohne die erneuerbaren Energien, nicht mit den Erneuerbaren, die den Strompreis erst günstig machen. Und dann gibt es Studien, die hierzu laufen, dann sieht die Förderung nicht mehr viele Milliarden aus, manche kommen da sogar zu einem positiven Effekt. Und dann haben wir ja natürlich auch, sicher mit Kraftwerken verdient man nicht mehr viel an der Börse, wenn es aber in den Handel geht, dann ist zwischen Strombörsenpreis und Handelspreis ein Faktor 2, also mit Stromhandel kann man durchaus noch gut verdienen. Und selbst wenn wir diese 6, 7 Cent für EEG-Umlage akzeptieren würden als die Förderung für Erneuerbare, dann haben wir ja mittlerweile diese unglaublich vielen Ausnahmeregelungen, die eben nicht jede Kilowattstunde mit diesen 6, 7 Cent belasten. Und noch ein Satz zum EEG 2017. Die Erneuerbaren, die mögen ja diese Ausschreibungen nicht. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die diese Ausschreibungen sogar für gut halten für erneuerbare Energien. Aber das, was im 2017er EEG drinsteht, ist ja kein Ausschreibungsmechanismus, sondern ist ein seltsamer Zwitter von dem, wir müssen prognostizieren, wie sind die Strompreise an der Börse in den nächsten 20 Jahren. Und wenn wir dann eine Differenz feststellen zu dem, was wir eigentlich brauchen, um einen Windpark zu betreiben, mit diesem Betrag müssen wir dann in eine Ausschreibung gehen. Da wurden 2 Instrumente zusammengemischt, die einfach zu nichts Gescheitem führen können. Aber jetzt möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise in meine Heimatstadt, in meine Wahlheimatstadt Bergheim. Und zu Anfang des Jahres 2016 haben wir alle so einen schönen rosa Brief von unserer Bürgermeisterin gekriegt. Und da teilt sie uns mit, die Grundbesitzabgaben, die müssen steigen, weil es da einen Energiekonzern gibt, der keine Gewerbesteuer mehr bezahlen kann. Soweit fand ich das gar nicht schlimm, das ist auch nicht besonders hoch gestiegen.
Von daher kein Grund zur Aufregung. Interessant ist aber der Perspektivwechsel. Die Bürgermeisterin setzt sich auf einmal in der Argumentation auf Seiten dieses Energiekonzerns und entschuldigt sich für diesen, wie er doch die Kosten für die Energiewende zu tragen hat und den Ausstieg aus der Atomenergie. Und da habe ich gefragt, das hat mich richtig sauer gemacht, habe ihr einen Brief geschrieben und gefragt, ob sie denn eigentlich die Bürgerinnen und Bürger vertritt, die sie gewählt haben, oder ob sie für den Energiekonzern hier eintritt. Und habe ich auch nicht verstanden, wieso hatten diese Energiekonzerne die Kosten der Energiewende zu stemmen. Ich dachte, das sind wir über die Energieumlage. Und der Energiekonzern, der da gerade angesprochen ist, ja weitestgehend befreit von dieser Umlage. Und sonst habe ich auch eher den Eindruck, dass dieser Konzern hauptsächlich gegen die Energiewende kämpft. Ich hätte nicht gedacht, dass mir meine Bürgermeisterin darauf antwortet. Aber sie hat tatsächlich mit einem einseitigen Brief geantwortet und hat mir in der ersten Zeile gesagt, ja, Herr Stadler, Sie haben recht, um mir dann auf den Rest des Briefes zu widersprechen. Und auch das finde ich wieder sehr typisch, was ich Erfahrung im Rheinland gemacht habe. Der Energiekonzern hätte in Abstimmung mit der Landesregierung frühzeitig in die Energiewende investieren müssen. Das heißt, wir fordern immer von den Erneuerbaren, die müssen im Markt sein, aber in Nordrhein-Westfalen ist ganz selbstverständlich, dass Landesregierung und großer Energiekonzern eine Einheit bilden. Herr Remmel hätte den Energiekonzern in die Hand nehmen müssen und zu den Erneuerbaren führen. Und dann natürlich auch die bundespolitischen Entscheidungen sind natürlich schuld an diesem Einbruch. Und dann zum Glück ist es nicht zur Klimaschutzabgabe für Kohlekraftwerke gekommen. Diese Strafsteuer hätte unweigerlich zu einem Strukturbruch im Revier geführt und Bergheim zum Armenhaus werden lassen. Also schon ziemlich hart. Und dann, ich setze große Hoffnung auf den runden Tisch Kohlekonsens. Und ich glaube, da sehen wir schon wieder die ganz unterschiedlichen Erwartungen. Auch wir haben, glaube ich, ganz große Hoffnungen in diesen runden Tisch. Wir erwarten, dass wir einen raschen Kohleausstieg, einen kontrollierten, bekommen. Im Rheinland, meiner neuen Heimat, erwartet man vom Kohlekonsens, dass wir einen Weg finden, auch noch die letzte Tonne Kohle aus der Erde rauszuholen. Ich möchte noch ein paar andere Beispiele geben. Herr Quaschning, wir müssen keine Bayern im Bus nach Rheinland fahren, das können wir ganz selber. Ich mache Ihnen mal, zeige Ihnen mal einen Ausschnitt aus dem Stadtparlament. Es geht um den Bau eines Windparks auf der Fischbachhöhe. Das ist eine ehemalige Abraumhalde von Braunkohle. Da sagt die Vertreterin der SPD, wenn Landschaftsbeirat, Landschaftswächter, Umweltverbände dagegen sind, dort Windrechte aufzustellen, dann muss man sich das schon mal näher angucken. Die FDP, früher konnte sie nur Steuern senken, entdeckt auf einmal den Naturschutz beim Thema Windkraft für sich. Dann sagt der Grüne, die Fischbachhöhe liegt gut im Wind, Einnahmen von mehreren hunderttausend Euro durch die Beteiligung der Stadtwerke, auf die die Stadt Bergheim wegen wegbrechender Gewerbesteuererträge nicht verzichten kann. Wir wollen als Stadt mitverdienen für unsere Bürger. Da kollabiert der mehrfach unterlegene Bürgermeisterschaftskandidat Fassbender fast und sagt, wenn Windenergie als Einnahmequelle von den Grünen in den Vordergrund gestellt wird, ist das für mich die Perversion sondergleichen. Artenschutz und Naturschutz werden völlig ausgeklammert, das passt nicht zu den Grünen. Wer bezahlt da noch Eintritt für politisches Kabarett, wenn das Freihaus geliefert kriegt? Und noch ein abschließendes Beispiel, zwei Landestagsabgeordnete, aber vom gleichen Kreis, in dem ich wohne, Herr Golland und Herr van den Berg. Als ich das getippt habe, fand ich, das ist lustig, MDL und RWE-Mitarbeiter. Wenn man 70 Jahre Landesgeschichte umschreiben möchte, wäre es ein schöner Untertitel, MDL und RWE-Mitarbeiter. Es sind zwar politische Gegner, aber in Sachen Braunkohle sind sie sich absolut einig. Deshalb bleibt es beim genehmigten Förderung des Abbaus bis 2045. Da haben wir gerade von Staatssekretär Knietsch was anderes gehört, ist ja schon mal erfreulich. Und dann, hätten Sie das gedacht, das Rheinland ist der größte Einsparer von CO2. Man muss die Ausgang nur hoch genug definieren, 100 Millionen Tonnen Braunkohle, jetzt nur noch 60 Millionen, das sind 40% CO2-Einsparung. Kann das eine andere Region bieten als das Rheinland? Ist doch fantastisch. Beim früheren Ausstieg würden wir den Industriestandort und den Wohlstand der Menschen gefährden. Arbeitsplätze gingen verloren und die Region würde die Grundlage des Wohlstands entzogen. Ich bin mir sicher, dass wer seine Strukturen selber nicht wandelt, der wird Struktur gewandelt. Und wir haben so viele Beispiele in der Industriegeschichte. Bestes Beispiel wird hier immer genommen, ist Nokia in Finnland. Nokia und Finnland waren fast dasselbe. Und da hat man den Trend zum Smartphone verschlafen. Nokia gibt es zwar immer noch, aber ist quasi unbedeutend.
Wenn Sie an Ihre Kindheit denken, was für Produkte Sie damals hatten, die es heute einfach nicht mehr gibt und mit ihr auch Unternehmen verschwunden sind, da ist es meine Überzeugung, dass all diejenigen Lokal- und Landespolitiker und auch Bundespolitiker aus der Region, die heute dafür einstehen, dass eben auch die letzte Kohle noch rausgebaggert wird. Und es sind sicherlich gute Absichten, die man eigentlich dahinter hat, weil man der Region helfen möchte. Aber genau das sind diejenigen, die letzten Endes mit jeder Schaufel Kohle, die man das Loch größer macht, auch das Grab für die Region größer werden lässt. Denn das ist es nun mal so. Braunkohle kann ich da fördern, wo sie unten in der Erde liegt. Erneuerbare kann ich überall machen. Die Energiewende wartet nicht auf das Rheinland, bis auch da das letzte Stück Kohle noch draußen wird. Oder, um es ein bisschen vornehmer auszudrücken mit Charles Darwin, es ist eben nicht die stärkste Spezies, die überlebt. Und nicht mal die intelligenteste, sondern eben diejenige, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern. Und die Veränderung, die stelle ich zumindest von meiner persönlichen Erfahrung anders als Herr Knietsch momentan nicht fest. Ja, und dann kommt Herr Golland noch mit einem tollen Spruch, wer will, dass die Kuh Milch gibt, darf sie nicht erwürgen. Da ist kein Bild zu platt, aber ich muss zugeben, auch mein Vortrag besteht heute hauptsächlich aus Plattitüden und ich möchte das Bild von Herrn Golland durchaus mal aufnehmen. Die Kuh von Herrn Golland wird mittlerweile intensivmedizinisch behandelt, mit unglaublich vielen Eingriffen. Milch gibt sie immer noch nicht, aber was wir jetzt lernen können, wie Subvention richtig geht. All das, was wir hier sehen, das belastet weder die Krankenkassen noch weitestgehend auch nicht die Stromrechnung. Da sieht man, wie Subvention richtig geht, ohne dass letzten Endes den Bürger sichtbar zur Last fällt. Ja, Herr Duin sagt, ein frühes Ende der Kohle ist durchaus sichtbar und wenn man den Artikel dann durchliest, sieht man, es geht eben doch wieder nur um neue Subventionen. Da ist Herr Hohmann von der Bundesnetzagentur schon Direktor. Er sagt, direkt der Ausbau der erneuerbaren Energien muss gebremst werden. Aber kommen wir zum Thema Speicherproblem. Das ist ja das eigentliche Thema heute. Und da möchte ich erstmal von gefährlichen Umarmungen erzählen. Relativ häufig sind ja solche Podiumsdiskussionen, wie wir sie heute Abend auch hier haben. Und dann sitzt man schon mal neben einem der herkömmlichen Energiewirtschaft oder auch einem konventionellen Energiepolitiker. Und man ist so richtig auf Krawall gebürstet, möchte Argumente austauschen. Und das Erste ist, man wird zärtlichst umarmt von diesen Menschen. Da heißt es auf einmal, ja, wir brauchen die Energiespeicherforschung. In diese Labore von Herrn Quaschning, von Herrn Sauer, von Herrn Stadler, da müssen wir ganz viel Geld reinstecken. Und was dann da aber hintersteckt, ist nichts anderes als, wir machen erstmal Forschung. Energiewende kommt dann später, wir machen erstmal so weiter, wie es ist. Das heißt, aus dieser schönen, zärtlichen Umarmung wird leicht mal ein Klammergriff einer der Klitschko-Brüder. Das ungelöste Speicherproblem, oder man könnte auch einfach sagen, welche Sau wird gerade wieder durchs Dorf getrieben. Und wir hatten schon viele Säue, die durchs Dorf getrieben wurden. Ich selber hatte in Karlsruhe studiert, heute immerhin Elite-Universität. Da habe ich noch gelernt, Erneuerbare machen eh keinen Sinn. Das ist noch Meinung, aber dann hieß es natürlich ganz faktisch, ein paar Prozent höher ist das Potenzial gar nicht. Naja, da ist die Fakten heute anders, aber dann hatten wir die Sau mit der Nummer 5 und das war die Grundlastlüge. Guten Jahrzehnt hat die Grundlastlüge, die Sau mit der Grundlast, das Feld angeführt. Wir brauchen Grundlast und deswegen können wir nicht in Erneuerbare gehen. Heute wissen wir alle, Grundlast und Erneuerbare passen nicht zusammen, weil wir brauchen flexible Kraftwerke und wir brauchen eben Energiespeicher. Mittlerweile hat Sau Nummer 5 fast ausgedient. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich aber, dass im Landtag von Nordrhein-Westfalen immer noch durch das Rund getrieben wird. Aber definitiv abgelöst jetzt von Sau Nummer 2 und das ist eben das ungelöste Speicherproblem. Das ungelöste Speicherproblem ist mehr oder weniger einfach nur ein Argument, die Energiewende nicht voranzutreiben. Und dann bin ich natürlich jetzt in der Zwickmühle. Einerseits sage ich, das Speicherproblem, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Es ist nur eine Metapher dafür, dass wir die Energiewende nicht vorantreiben möchten. Aber die Millionen, die mir gerade angeboten werden für die Forschungslabore, möchte ich natürlich trotzdem haben. Brauchen wir jetzt keine Forschung in Energiespeicher? Und da habe ich lange nach einem Bild, einem Gleichnis gesucht und bin dann letzten Endes bei der Rolle beim Kinderkriegen der Männer gelandet. Es geht nicht ums Kinderzeugen, es geht ums Kinderkriegen. Und da sind wir mittlerweile uns Konsens. Die einzigste Rolle ist eigentlich diejenige, wenn die Frau in Wehen hochschwanger liegt, müssen wir sie mit dem Auto ins Krankenhaus fahren.
Und ich möchte Ihnen mal ganz private Bilder zeigen. So hat mein Vater das 1970 gemacht. Er nannte das, wo ich da im zarten Alter von wenigen Monaten mich auf dieser Motorhaube räkeln musste, das nannte der Auto. Das hatte keine Sicherheitsgurte, keine Kopfstützen, keine Airbags. Und ich würde heute sagen, mit der Motorleistung, ob man das überhaupt bis ins Krankenhaus schafft, ich habe da meine Zweifel. Und wenn wir jetzt mal den heutigen konservativen Energiepolitiker sehen und denken mal, er war 1970 in dieser Lage, seine hochschwangere Frau ins Krankenhaus zu fahren, hätte er gesagt, Schatz, ich weiß, du hast Schmerzen, die Wehen sind schlimm, aber wir haben einfach nicht das passende Auto. Wir warten einfach noch 45 Jahre und dann werden wir das schaffen und dann fahre ich dich auch ins Krankenhaus. Das ist ungefähr die Situation. Sicherlich werden wir 2050 Speicher haben, wo wir dann später mal denken, meine Güte, was haben die 2016 für Energiespeicher gehabt? Aber es ist keine Frage, genauso wie ich ins Krankenhaus im Bauch meiner Mutter kam, werden wir heute mit den Energiespeichern, die wir heute haben, die Energiewende schaffen. Ich glaube, das ist deutlich geworden bei den ganzen Vorträgen, die wir heute Nachmittag schon gehört haben. Übrigens kommen Sie, sollte ich Ihnen ein bisschen aggressiv heute vorkommen, ich schiebe es darauf, ich musste mein komplettes erstes Lebensjahr in diesem knallroten Kinderwagen verbringen. Das hat sicher Nachwirkungen gehabt. Von daher möchte ich sagen, das Speicherproblem ist definitiv gelöst. Da gibt es viele Verbesserungen zu machen, aber der Speicher steht der Energiewende definitiv nicht im Wege. Als ich mit Michael Sterner das Buch geschrieben hatte, haben wir den Karikaturisten Mester gebeten, das mal in eine Grafik zu fassen. Und ja, wenn man eben auf dem Schlauch steht, dann findet man nicht den Speicher, den man ans Netz kriegt. Und das Schlimme ist aber gerade diejenigen, die heute eben auf dem Schlauch stehen, die sind durchaus bewusst, dass sie auf diesem Schlauch stehen. Und dann neulich war ich auf einer Konferenz hier in Berlin, da hatte ich die Aluminiumindustrie hatte dazu gesprochen. Ja, Energiewende, natürlich auch die deutsche Aluminiumindustrie ist für die Energiewende, aber vielleicht ist sie zu schnell. Und das ist ein richtig tolles Bild, was er da gebracht hat. Er hat den Formel-1-Fahrer Mario Andretti zitiert. If everything seems under control, you're just not going fast enough. Wenn auch unsere Energiepolitiker den Eindruck haben, es geht einfach zu schnell, sie verlieren die Kontrolle, es muss nicht unbedingt in zu hoher Geschwindigkeit liegen, es könnte auch sein, dass sie einfach in die falsche Richtung fahren. Das ist deutlich gefährlicher als zu schnelles Fahren. Ja, und dann die Möglichkeiten der Politik, die sind eben deutlich stärker als die der Wissenschaft. Und ich möchte mal Thorsten Müller zitieren, ob eine bestimmte technische Lösung wirtschaftlich ist, wird letztlich durch das Recht bestimmt, indem es die Wettbewerbsbedingungen vorgibt. Und egal welches Instrument sie wählt, die Politik hat dafür in der Demokratie glücklicherweise die Verantwortung, was am Ende rauskommt. In der zweiten Auflage, die hoffentlich bald erscheinen wird, hat Henning Thomas ein Rechtekapitel dazugefügt und in all diesen Rechten, die hier Gesetzen, die aufgeführt sind, hat er Aspekte der Energiespeicherung gefunden und hauptsächlich sind es natürlich beschränkende, einschränkende Gesetze, nur wenige ist eben auch eine Förderung, die Wege frei macht für Energiespeicher. Ja, und jetzt nochmal, was ist das hier? Das ist eben kein Maulwurf, das ist ein typischer Rheinländer. In der Regel gut gelaunt, singt gern, trinkt gern ein und vor allem er buddelt gern in der Erde. Und wenn wir im Rheinland sind, und jetzt wird es wirklich absurd, all das, was über der Erde ist, das ist hochsubventioniert und all das, was unter der Erde ist, ist subventionsfrei. Nur mal ein Beispiel, die Umsiedlungs- und Infrastrukturkosten, die werden zur Hälfte vom Steuerzahler bezahlt, nur zur anderen Hälfte vom Energiekonzern. Oder die Verlegung der A4 kostete 153 Millionen Euro, 108 wurden von Herrn Remmel und seinen Kollegen bezahlt. Und diese Auflistung von Subventionen für Braunkohle geht noch 4 Slides weiter. So viel Zeit habe ich nicht, habe ich gerade mitgekriegt. Aber, um es mit Herrn Clemen zu sagen, viele Milliarden Euro, so viel haben die Erneuerbaren nie gebraucht und werden sie in Zukunft auch nicht brauchen. Und jetzt nochmal das Leid, was wir als Ingenieure und Naturwissenschaftler haben, die Gesetze der Natur. Wenn wir zum Beispiel Wärme in Kraft und damit Strom wandeln wollen, ist immer dieser Franzose Carnot uns im Wege. Höher können wir einen Wirkungsgrad nicht machen. Diese Gesetze und diese Beschränkungen hat die Politik nicht. Zum Beispiel das Bundesberggesetz, da steht zwar drin,
dass die Förderabgabe 10 von 100 des Marktwertes beträgt. Also auch für die Braunkohle, wenn es keinen Marktwert gibt, kann eine Sachverständigenkommission dafür eingesetzt werden, um den festzulegen. Aber man hat nicht vergessen, eben auch die Ausnahmeregelungen zu schaffen. Wenn es gewisse Gründe gibt, kann man von diesem Satz auch abweichen. Und 0% ist eben eine Abweichung von 10%. Und so kostet die Braunkohle schlichtweg nichts. Zu was für Kosten könnte ich Windenergie machen, wenn ich den Stahl umsonst kriege? Ja, wären wir in der Lage, solche Ausnahmen zu schaffen, wir würden ja einfach mal sagen, ab 2017 für ausgewählte Energieträger definieren wir den Carnot'schen Wirkungsgrad einfach mal als Kehrwert und wir hätten Wirkungsgrade über 100%. Das schaffen wir nicht, aber daran sieht man eben nochmal, wenn Politik will, ist sie mächtig, Dinge zu verändern, wenn sie es nicht will, dann halt nicht. Ein Thema noch zum Kommutativgesetz aus der Mathematik, Selbstverständlichkeit, A mal B ist B mal A. Auch das gilt für die Politik nicht. Ich dachte mal, nachdem der Boom richtig losging, wir hatten 100.000 Arbeitsplätze in den Erneuerbaren, dachte ich, jetzt ist das Arbeitsplatzargument auch für Erneuerbare, da gibt es nie mehr etwas, was an der Energiewende rütteln könnte. Aber es ist eben ein Unterschied, ob es um 10.000 Arbeitsplätze in einem energieintensiven Unternehmen geht, in 10 Unternehmen, oder ob es eben 10 Arbeitsplätze in Solarunternehmen beispielsweise geht und das aber in 10.000 Unternehmen, das macht einen deutlichen Unterschied. Ja, und wie sieht der Bundeswirtschaftsminister unser? Er sieht uns nicht mehr als Welten, er sieht uns als Jagdhunde. Und was ist Deutschlands beliebtester Jagdhund? Das ist der Dackel. Das heißt, Herr Gabriel sieht uns als dieses Hündchen, das jault vielleicht mal, wenn man es zu stark tritt, aber es läuft immer schön brav an der Leine hinterher. Ich glaube, es wird Zeit und Herr Gottwald hat das vorher angesprochen, auf Demonstrationen sieht man relativ wenige von uns. Es wird so langsam Zeit, dass die Erneuerbaren auch mal den Kampfhund in sich erkennen lassen. Ich möchte jetzt gar nicht viel über Gesetze sprechen. Aber zum Beispiel Energiespeicher sind Letztverbraucher. Das ist einfach halt nur so ein physikalisches Paradoxon, das funktioniert gar nicht. Wobei ich neulich verstanden habe, was das Wirtschaftsministerium da im Sinn hatte. Die hatten einfach schon viele Monate vor uns Zugriff auf das neue Samsung. Das heißt, manchmal ist ein Energiespeicher tatsächlich ein Letztverbraucher, aber das meinen wir nicht, wenn wir über Energiespeicher für die Energiewende diskutieren. Und es ist jetzt ganz egal, ob es als Letztverbraucher ist, ob wir einen Energiespeicher mit Mehrwertsteuern, zweifacher, dreifacher EEG-Umlage belasten oder oftmals wird auch zitiert EEG-Umlage oder Mehrwertsteuer auf selbstgezüchtete Tomaten auf dem Balkon. Das ist alles in Ordnung. Wenn man Tomaten verbieten möchte, wenn man Speicher verhindern möchte, dann führt man eben solche Elemente ein. Das ist die Freiheit der Politik. Aber man sollte eben dann auch zu stehen, was man dann mag. Es ist sicherlich nicht die Vollendung der Energiewende. Und noch eine Bitte an die Diskutanten gleich hier oben. Wir haben ja keinen Vertreter der Europäischen Union hier. Bitte schieben Sie nicht, dass EEG und Erneuerbare mit der EU nicht geht. Wenn es zum Beispiel um Braunkohle geht, sehen wir, wie stark die Bundesregierung ist. Oder gerade wenn es um das Thema Automobilindustrie geht, dann sehen wir, wie stark Berlin ist und sich von der EU definitiv nichts sagen lässt. Klimaschutzplan wurde schon angesprochen. Ich glaube, es hat gute Gründe, weshalb Hermann Scheer diese Klimakonferenzen immer abgelehnt hat. Vielleicht ein Satz dazu. Vor fast einem Jahr hat der Spiegel Herrn Therium gefragt, welche Konsequenzen RWE denn aus den Pariser Beschlüssen zieht. Und die Antwort war erstmal zunächst keine, das hat die Bundesregierung fast vollkommen umgesetzt. Nicht immer nur aufs Rheinland schimpfen, Herrn Woidke aus Brandenburg, der Klimaschutzplan 2050 können wir nur mittragen, wenn damit keine weiteren Eingriffe in die Braunkohleverstromung verbunden sind. Ich bin auch für ein Tempolimit auf Autobahnen, wenn ich weiterhin so schnell fahren darf, wie ich will. Aber es gibt durchaus auch ein paar gute Signale aus Nordrhein-Westfalen. Man denkt auch schon mal auf ein bisschen früheres Ende nach. Und lassen Sie mich jetzt noch schließen mit der jüngsten Lehre aus der deutschen Geschichte. Was machen unzufriedene Professoren? Die gründen tatsächlich Parteien. Und ich glaube, Sie haben heute hier mehrere auf der Bühne gesehen, die nicht sehr zufrieden sind momentan mit der Energiepolitik. Und meine Frage an die Diskutierenden jetzt gleich hier in der Runde, schaffen Sie das mit der Energiewende oder brauchen wir vielleicht eine AZK? Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
super Vortrag. Danke. Wir portierten einen Stieg dann auch.